Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erstmal möchte ich mich bedanken, Frau Präsidentin, für unsere Gedenkstunde hier und Ihre Worte für Michail Gorbatschow. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es war wichtig und notwendig, dieses Signal an diesem Tag auch zu senden und damit die Parlamentsdebatte zu eröffnen. Und, meine Damen und Herren, ja, wir streiten und wir ringen heute im Parlament zwischen den demokratischen Kräften über die Frage, was sind die richtigen Maßnahmen, was sind die Lösungen, sehen die einen Versäumnisse und die anderen sehen, wir tun was. Aber eins eint uns an diesem Morgen, dass nämlich klar ist, dass wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen gegen die Rattenfänger von rechts. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dann der Beitrag von Alice Weidel und das Video, das gerade durch Social Media läuft. Da wünscht sich nämlich ein Teil der Fraktion der AfD, dass es noch härter kommt, dass es noch schlimmer wird, dass die Krise sich manifestiert, damit Sie als AfD mit Ihren Lügen, Ihrer Propaganda und Ihrer Menschenfeindlichkeit eine Chance für das Anwachsen der AfD sehen. Und, meine Damen und Herren, egal wo Herr Merz, Herr Scholz oder Britta Hasselmann stehen, das werden die demokratischen Kräfte im Land verhindern. Und darüber bin ich froh. Meine Damen und Herren, wir führen hier eine inhaltliche, sehr kontroverse Debatte in Krisenzeiten. Und Herr Merz, ich wünsche mir, dass ein Blick auf die Wirklichkeit, der ist zwingend notwendig, den sollten Sie sich auch stellen. Wer, meine Damen und Herren, hat uns in diese zementierte Abhängigkeit geführt? Ja, der Krieg Putins auf die Ukraine. Heute, nach 196 Tagen, ist die Situation für die Menschen so schrecklich, so dramatisch, so zerstörerisch, dass für uns feststehen muss, dass die Solidarität uneingeschränkt gilt. Unsere Unterstützung, humanitär, wirtschaftlich und auch mit Waffen, die sie dringend brauchen, dass wir die als Deutscher Bundestag garantieren. Und die Ukraine wissen, ihr seid nicht allein, wir lassen euch nicht im Stich. Das ist das Signal. Aber wer hat, und das ist die Krise, aus der viele andere Krisen erwachsen. Ich denke oft an das Leid, die Zerstörung für die Menschen in der Ukraine. Aber wer hat uns in diese zementierte Abhängigkeit von Russland geführt? Von fossilen Energien, das sagt doch gerade einer Rot-Grün. Ich glaube, ich spinne. Leute, Herr Bilder, wo sitzen Sie eigentlich? Sie haben 16 Jahre regiert. Und wir wissen, dass Sie es waren, die den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert haben, wo Sie nur konnten. Sie haben alles getan, auf Bundesebene und auf Länderebene, da, wo Sie Regierungsmehrheiten hatten, um den Ausbau der Erneuerbaren, um Energieeffizienz, Energieeinsparung, um moderne Technologien, die uns daran hindern, weiterhin in die Energie, in die Atmosphäre zu schleudern, CO2 auszustoßen, um dagegen was zu tun. Das ist Ihre Verantwortung, 16 Jahre unionsgeführte Regierung. Und da Sie das so allgemein nie glauben wollen, helfe ich Ihnen, Gedankenstütze. Wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass der Gasspeicher 2015 an Gazprom ging? Das war Ihr Bundeswirtschaftsminister. Es war die Verantwortung von Altmaier, die uns dahin geführt hat. Meine Damen und Herren, und wer hat bis zuletzt, die letzte Bundesregierung hat bis zuletzt an Nord Stream 2
festgehalten. Auch diese große Fehlentscheidung ist eine Entscheidung, die Sie gemeinsam zu verantworten haben, während wir davor gewarnt haben. Auch daran erinnert sich heute wirklich nicht gern jemand. Und die Rufe aus Ihrer Fraktion für ein Gasembargo, soll ich Ihnen die Presseberichte zeigen? Herr Merz, Sie standen doch in der ersten Reihe dabei. Ich bin froh, dass wir das nicht getan haben. Wo wären wir denn heute in der Krisenbewältigung? Wo wären wir heute? Was müssten wir den Menschen zumuten, wenn wir uns auf diese Fehlentscheidung eingelassen hätten? Kollegin Hassmann, ich lasse keine Zwischenfragen zu. Und Ihre ideologische Debattenführung im Hinblick auf Atom, die ist doch entlarvend, meine Damen und Herren. Da sagt hier einer mit großen Augen, nein, wir sind auch nicht für die Verlängerung von Atom. Gleichzeitig kommt im fünften Satz, aber so 3 bis 4 Jahre oder vielleicht bis zum Ende der Energiekrise. Herr Merz, wissen Sie eigentlich, was das heißt? Das heißt die Verlängerung der Atomenergie, das heißt den Ausstieg vom Ausstieg. Den hatten Sie doch schon mal hinter sich. Denn Sie wissen doch, dass mit... Nein, das ist Fakt. Und Sie sollten sich damit mal beschäftigen, denn 3 bis 4 Jahre halten die Brennstäbe überhaupt nicht. Sie müssten neue Brennstäbe besorgen. Und damit sind wir beim Ausstieg aus dem Ausstieg. Und der ist uns schon mal einmal teuer gekommen, gerade wegen Ihnen und Ihrer Fehlentscheidung in der Regierungszeit 2009 bis 2013. Meine Damen und Herren, kaum eine Debatte wird so faktenfrei geführt wie diese. Der Stresstest, der vorliegt, zeigt ganz eindeutig, er rechtfertigt keine Verlängerung der Atomenergie. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Es handelt sich um eine Hochrisikotechnologie. Wir haben den Auftrag, und zwar gesetzlich und auch durch das Bundesverfassungsgericht mit auf den Weg gegeben, dass wir uns um die Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger Sorgen machen müssen. Und was nicht geht, ist, dass Sie weiterhin lamentieren und polemisieren und solche primitiven Formeln wie 3 plus 3 plus 3 von Andi Scheuer aus Bayern auch noch ernsthaft in die Debatten hier einführen. Ihr Andreas Scheuer aus der CSU ist dafür, dass wir 3 neue Kernkraftwerke bauen. Das soll ein Beitrag zur Krisenbewältigung im Hier und Jetzt sein. Wissen Sie, wie lange ein Bau eines Atomkraftwerkes dauert? Offenbar nicht. Aber bis Bayern hat sich das nicht rumgesprochen. Der Mann hat ja auch nur Verantwortung dafür, irgendwelche Dinge in die Welt zu pusten, aber sonst nichts. Auf die Endlagerfrage gibt es keine Antwort, gerade nicht von CDU und CSU, außer dem Satz, nur nicht in Bayern, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns zu den Fakten zurückkommen. Wir holen jetzt nach, was jahrelang versäumt wurde, dass nämlich die Priorität auf dem Ausbau der Erneuerbaren, der Energieeinsparung, der Energieeffizienz liegt. Und da reicht es auch mit Ihrem Polemisieren gegen Robert Habeck, denn der allen voran an der Spitze hat gerade verdammt viel zu tun und leistet vieles. Und ich rate, und da spricht doch aus jeder Pore spricht doch der Neid, wenn ich höre, dass manche sagen, es täte manchen gut. Ich finde, es täte manchen von Ihnen gut, erst zu denken, dann zu sprechen. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Und das ist doch wirklich wichtig und notwendig. Denn wir können doch nicht sagen, wie weit wir jetzt sind, wie sich die Krise weiterentwickeln wird. Es wird viele Menschen hart treffen in unserem Land, das wissen wir. Und wir sind längst nicht am Ende mit diesen Unterstützungspaketen. Wir sind in Krisenmodus, ja. Und wir werden vieles tun müssen, sozial abfedern, in erneuerbare Energien investieren und die ökologische und soziale Transformation der Wirtschaft weiter begleiten. Und wer da heute so tut, als wäre die eine Maßnahme das Richtige und damit wäre alles getan, streut den Menschen doch Sand in die Augen. Wir können doch nur das Signal ausgeben. Wir nehmen eure Sorgen und Ängste wahr.
Wir wissen, viele Menschen haben Angst vor Abstieg und vor Armut, und wir federn das ab. Und ob wir in 2 Monaten mehr tun müssen, weitere Dinge auf den Weg bringen müssen, das wird sich zeigen. Das weiß heute noch niemand, weil noch niemand weiß, wohin die Krise noch geht und wie tief sie greifen wird. Und deshalb ist es wichtig, das Signal auszusenden, wir bauen um. Die soziale, ökologische Transformation, der Ausbau der Erneuerbaren mit Kraft. Wir machen uns unabhängig, was jahrelang versäumt wurde in Sachen Energieversorgung. Wir versuchen gemeinsam mit Wirtschaft, Handwerk und dem Mittelstand wir tun alles dafür, in dieser Krise zu stabilisieren, und darum geht es im Moment. Und wir machen jetzt in dieser Woche die Haushaltsplanberatung, die auch ein klares Signal geben auf die Frage, wohin wollen wir investieren. Da geht es auch nicht nur um die nationalen Fragen. Es geht auch um die internationale Verantwortung, die wir haben. Klimaschutz, Umwelt, Natur, Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfen für die Krisen. All das ist notwendig. Und hier ist jede Kraftanstrengung notwendig. Wenn wir nach Pakistan sehen, wenn wir die Hitzeentwicklung in diesem Sommer in Europa ansehen, auch hier bei uns, dann wissen wir, was Sie uns hinterlassen haben, nämlich lauter Baustellen, die wir jetzt im Hinblick auf die Bekämpfung der Krisen, der Klimakrise angehen müssen. Und sie zeigen sich in so einer Dramatik, dass wir auch im Rahmen des Haushaltes hier Akzente setzen müssen, die unsere internationale und nationale Verantwortung deutlich unterstreichen. Das ist wichtig. Und gleichzeitig ist mit dem 3. Entlastungspaket ein Signal gesendet, dass wir Menschen hier im Land, die wenig haben, dass wir die zielgenau unterstützen wollen. Und gehen Sie nicht so darüber hinweg. Ja, ich höre Kritik allgemein am Entlastungspaket. Wo sind Sie denn mit Ihrer Verantwortung beim Thema Bürgergeld, bei den Menschen, die wenig haben? Wir machen gerade die größte Regelsatzerhöhung, die es seit Einführung von Hartz IV gibt. Und das ist der erste Schritt. Wir machen gleichzeitig das Wohngeld, den Heizkostenzuschuss, die Frage von Energiepreispauschale, alles wichtige soziale Abfederungen. Sie werden dazu beitragen, dass sich Not lindert. Natürlich bleibt es dabei, dass viele Menschen in einer kritischen Situation sind. Und wir werden immer wieder überlegen, ob die Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen, reichen oder ob wir noch nachsteuern müssen, wie zum Beispiel beim kleinen Handwerk, ob den Bäckereien, den Fleischereien oder der Kulturszene. Wir müssen doch gemeinsam als Parlament das Signal aussenden, wir lassen euch nicht im Stich. Wir überlegen uns immer wieder, wo können wir ansetzen, was können wir tun. Und das ist verantwortliches Handeln, meine Damen und Herren. Und weil ich gerade über diejenigen gesprochen habe, die wenig haben, ich finde es infam, wie Markus Söder auf Kosten von Beifall im Bierzelt beim Gillermoos über Menschen gesprochen hat, die wenig Geld haben und in Grundsicherung leben. Mein Eindruck ist, Sie kennen diese Lebenswirklichkeit von Menschen, die arm sind, überhaupt nicht. Ansonsten, ja, ich glaube schon, ich habe lange genug als Sozialarbeiterin gearbeitet. Ich glaube, dass Markus Söder damit ein Zeichen ausgesendet hat. Ihm ist jedes Mittel recht zur parteipolitischen Profilierung, und sei es auf dem Rücken von Menschen, die arm sind, die wenig haben. Und das finde ich infam, dass mit sowas der Wahlkampf eingeläutet wird, den Sie im nächsten Jahr vor sich haben. Ich finde das unzulässig. Aber vielleicht muss es jeder für sich verantworten, was er da tut. Aber die Abwertung von Menschen ist ein Mittel, dem wir uns gemeinsam wirklich sagen sollten, das ist nicht unser Ding. Und das tun wir nicht, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir stehen gerade in wirklich schwierigen Zeiten. Niemand wird sagen, durch die ein oder andere Maßnahme ist die Krise vorbei. Wir versuchen alles. Wir geben alles.
Krisenbewältigung zu machen, den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen und uns unabhängig zu machen. Und wir nehmen unsere internationale Verantwortung wahr, weil wir wissen, nur gemeinsam sind wir stark in dieser Zeit. Die Zeitenwende sozial und nachhaltig gestalten, darum geht es jetzt, meine Damen und Herren. Vielen Dank.